Herzlich willkommen zu einer neuen Auskunft aus dem Museum. In diesen bewegten Zeiten gibt es fast wöchentlich neue Verordnungen, Hinweise und Empfehlungen, auch für das Reisen und unseren Urlaub. Wohin kann man mit wem im Sommer überhaupt verreisen? Geht es nach Italien oder doch lieber an die Ostsee? Erich Kästner war in Italien, am Gardasee und in Norditalien, und er war immer wieder und viel öfter an der Ostsee. Zunächst mit der Mutter und Cousine Dora Augustin in den Ferien 1913, finanziert von Tante Lina. Im Jahr danach war auch Tante Lina mitgekommen, nach Graal-Müritz. Am 1. August 1914 waren diese Ferien abrupt vorbei. Alle fuhren nach Hause, der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Und für Erich Kästner war die Kindheit damit vorbei. 1921 kehrte er als Student für ein Semester zurück. Von Leipzig ging er an die Universität Rostock, wurde am 22. April im Fach Germanistik immatrikuliert und am 27. Juli exmatrikuliert. Hier ein Auszug aus dem Matrikelbuch. Unklar ist, warum der sonst so bienenfleißige Kästner an der Rostocker Universität eine so geringe Studienleistung erbrachte. Bei seiner Exmatrikulation wurde der Besuch von nur 3 Lehrveranstaltungen bescheinigt. Ganz anders war das in Leipzig an der Universität. Dort schaffte er zum Beispiel im Wintersemester 1922/23 16 Lehrveranstaltungen. Die Ostsee, die Strände oder auch seine Freundin Ilse Julius werden ihn wohl etwas abgelenkt haben. Ilse Julius hatte sich im gleichen Semester an der Universität in Rostock in Chemie eingeschrieben. Es gibt von Erich Kästner Reiseberichte, Reiseerzählungen und Reisegedichte. Der Schriftsteller liebte das Meer und er liebte das Beobachten. Er fuhr immer wieder Eisenbahn mit herrlichen Beschreibungen dessen, was er außerhalb des Fensters und innerhalb seiner Mitreisenden sah. 1923 erscheint unter anderem in der Neuen Leipziger Zeitung ein Reisebericht von Erich Kästner, Pfingsten am Meer, der in Warnemünde spielt. In seinen Kindheitserinnerungen, als ich ein kleiner Junge war, beschreibt er den Sommer an der Ostsee und das Meer, diesen atemberaubend grenzenlosen Spiegel aus Flaschengrün und mancherlei Blau- und Silberglanz. Für Kästner war die Welt anders als daheim und genauso schön. Er beobachtete auch den beginnenden Massentourismus an den Stränden und schrieb: Am Rande des Erhabenen fand das Lächerliche statt. Man war den Städten entflohen und hockte jetzt angesichts der Unendlichkeit noch viel enger nebeneinander als in Hamburg, Dresden und Berlin. Den zweiten Band von Emil und die Detektive, Emil und die 3 Zwillinge, der 1934 erschien, lässt Erich Kästner sogar komplett an der Ostsee spielen. Und der Ort Kolsbüttel ist nicht irgendein Ort, sondern ganz klar Müritz, heute Graal-Müritz. Und auch die Pension Meeresblick, in der die Kästners 1914 wohnten, kommt in Emil und die 3 Zwillinge vor. Hier heißt sie Villa Seeseite und ist ein reißendes, altmodisches Haus mit gläserner Veranda, Schiebefenstern und offenem Balkon. Heute heißt das Haus Villa Martha und steht in der Strandstraße im Ortsteil Müritz-Ost. Für Recherchen zu seinem Kriminalroman Die verschwundene Miniatur fuhr er mit der Eisenbahnfähre 1935 von Warnemünde nach Kopenhagen. Vielleicht geht es ja auch in diesem Sommer. Oder wir bleiben einfach zu Hause.
und schauen uns unsere nähere Umgebung an. Seinen großen und kleinen Lesern von Emil und die drei Zwillinge erklärte Erich Kästner, wie schön es in der Fremde ist. Und dafür müsse man gar nicht weit weg sein. Zum Beispiel wie er in Berlin. Eigentlich wollte ich mit der Linie 177 nach Steglitz fahren. Nicht, dass ich in Steglitz etwas Besonderes zu erledigen gehabt hätte. Aber ich gehe gern in Stadtvierteln spazieren, die ich nicht kenne und in denen man mich nicht kennt. Ich bilde mir dann ein, ich sei irgendwo in der Fremde. Und wenn ich mich dann so richtig einsam und verlassen fühle, fahre ich rasch wieder heim und trinke in meiner Wohnung gemütlich Kaffee. Wir freuen uns wie immer über Ihre Meinung und nehmen weiterhin auch gern Auskunftswünsche entgegen.